Wie viel Laufräder? Das ist jetzt das Rad von Lena Kemner, der war gestern noch bei der Deutschen Meisterschaft, weil er jetzt nochmal alles drüber schaut, kontrolliert, dass alles im perfekten Zustand ist. Das ist die Box von Peter Sagan, da hat er dann seine Helme plus sein Rainbag drinnen, das wird dann für die Tour gepackt und die Rainbags sind immer in, da hat er zwei Stück und die sind immer in den Renndienstwagen drinnen. Rainbags sind einfach kleine Koffer, wo seine Ersatzbekleidung drinnen ist. Also wenn es jetzt regnet, Peter fährt ohne Regenjacke los, fängt es Regen an, dann fährt einer vom Team zurück zum Teamauto und holt die ganzen Regenjacken. Gibt ihm der Mechaniker von hinten raus die Regenjacke, der Fahrer bringt es vor, zieht es an und wenn es wieder trocken wird, bringt es wieder einer zurück und wird gleich wieder verpackt. Es gibt unterschiedliche Fahrer, muss man aber auch sagen. Es gibt Fahrer, die wollen einfach Ruhe haben während der Massage. Da wird nur massiert, dann gibt es Fahrer, die unterhalten sich mit den Physios und dann gibt es Fahrer, die haben Musik drin. Das ist M. Und der Ringfahrt XS. Wenn ich es nicht zuhalte, geht's auf. Ja. Läuft. Ja. Großrennen einen eigenen Koch dabei. Der kocht nach den Ernährungsrichtlinien vom Team und unserem Ernährungsberater. Und die Fahrer essen gemeinschaftlich hier mindestens zweimal am Tag. Einmal Frühstück und einmal Abendessen. Und wir kaufen regional in Bayern ein unser Fleisch von einem Biobauernhof in der Nähe und wissen einfach genau, was bekommen die Fahrer auf den Tisch. Unser Teambus 1 haben wir letztes Jahr im März bekommen. Ist eigentlich jetzt so State of the Art im Bike-Business. Haben Platz für 8 Fahrer.